Herzlich willkommen zu Kärnten aktuell. Das sind die Themen. Spatenstich für neues Tierschutzhaus. In Klagenfurt wird nun endlich am neuen Kärntner Landestierschutzhaus gebaut. Werden Sie Regionaut. Die Woche Kärnten widmet den Regionen ab sofort ein regionales Mitmachweb. Und Gast 2010. Mit der Gast in Klagenfurt ging die größte Gastronomie- und Hotelfachmesse im Alpen-Adria-Raum zu Ende. Die herrenlosen Tiere in Kärnten haben kein leichtes Leben. Wie von uns berichtet, sind in 5 Kärntner Tierheimen über 1000 Vierbeiner untergebracht. Nach jahrelangen Diskussionen erfolgte nun aber endlich der Spatenstich für das neue Landestierschutzhaus in Klagenfurt. Die Tiere sehen hier bei den Arbeiten zu. Vor Wochen hat es hier noch so ausgesehen. Jetzt rollen für das neue Landestierschutzhaus in Klagenfurt die Bagger an. Das 9-Millionen-Euro-Projekt wird zu einem Drittel von Milliardärin Heidi Horten finanziert, den Rest trägt die öffentliche Hand. Der Baulärm macht den Tieren nichts aus. Es ist Gott sei Dank so, wie ich vermutet habe. Die Tiere sind eher interessiert als abgeschreckt. Ein Tierheim ist ja teilweise ein bisschen reizlos für die Tiere und die begrüßen ja jede Abwechslung, die da ist, und die Bauarbeiter, die da herumgehen, und selbst die Bagger und Schubraupen, die herumfahren, sind eine willkommene Abwechslung. Momentan sind auf der Baustelle 7 Arbeiter im Einsatz. Es werden dann aufgestockt auf 20 Leute circa, bis wenn der Hochbau richtig losgeht. Ja, wir tun jetzt momentan die Ausruharbeiten, die Absicherungen. Wir bewegen da am Tag 200 bis 300 Tonnen. Ein Schritt, der unbedingt notwendig war. Das bestehende Tierschutzhaus ist mehr als desolat. Also wie derzeit die Verhältnisse sind, da ist er sicher nicht länger tragbar und entspricht sicher nicht dem heutigen Standard, kann man sagen. Und ich bin sehr froh, dass eben was jetzt in diese Richtung geht. Ich habe immer gesagt, ich werde mich erst freuen, wenn ich erst einen Bagger rollen, und jetzt freue ich mich. Es waren 7,25 Jahre, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, eine harte Zeit, aber jetzt sieht man ständig jeden Tag das, was vor sich geht, und da ist die Motivation einfach viel größer. Beziehen sollen die Vierbeiner das neue Tierasyl Anfang 2012. Bis dahin können sie weiter gespannt beim Bau zusehen. Nicht Astronaut, sondern Regionaut heißt das neue Konzept, mit dem die Woche Kärnten in ein neues Zeitalter aufbrechen will. Hier geht es nicht um das World Wide, sondern um ein regionales Web. Und echte Regionaut-Reporter können nicht nur mitlesen, sondern auch mitschreiben. Regional mitlesen, mitreden und mitschreiben können ab sofort alle Kärntner auf der Mitmachplattform regionaut.woche.at. Nach Regionen sortiert ist dort alles zu finden, was Kärnten bewegt. Regionaut sein ist ganz einfach. Es geht darum, dass aus jeder Region, aus jedem Dorf, aus jeder Gemeinde die Menschen ihre Beiträge selbst reinstellen können. Es ist nicht nur eine Art Posting, sondern man kann wirklich auf Augenhöhe mit den Redakteuren, mit den Mitarbeitern der Zeitung, in dem Fall der Woche, Beiträge verfassen. Jeder kann dann eigentlich aus seinem Dorf die neuesten Informationen erfahren. Die meistgelesenen Regionaut-Beiträge werden künftig in der Printausgabe der Woche Kärnten veröffentlicht. Die Gast in Klagenfurt ist nicht nur die erste Gastronomie- und Hotelfachmesse des Jahres, sondern auch die größte im Alpen-Adria-Raum. 450 Aussteller waren dort, sowie auch TV Kärnten. Sie ist eine echte Traditionsveranstaltung, die Gastronomie- und Hotelfachmesse Gast in Klagenfurt. Sie fand heuer bereits zum 42. Mal statt. Wir haben im heurigen Jahr über 500 Aussteller aus 19 Nationen, die wir hier präsentieren. Und es ist, wie gesagt, die größte Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie im Alpen-Adria-Raum. Wir haben heuer einen neuen Bereich, den wir präsentieren. Das ist die Whisky-Messe, also gemeinsam mit einem Veranstalter aus Wien, der sich hier präsentiert. Und dann zum zweiten Mal, was wir heuer ausbauen, ist das Thema Kaffee und das Thema Bier. Die nächste große Messe in Klagenfurt ist die Jagd- und Fischereifachmesse Weidwerk und Fischweid. 160 Aussteller, die sich hier präsentieren, und letztendlich, glaube ich, der Treffpunkt schlechthin für die Fischer und Jäger aus dem Alpen-Adria-Raum. Die Weidwerk und Fischweid steigt vom 26. bis 28. März. Mehr über die Gast 2010 sehen Sie gleich in unserem Magazin Einfach Kärnten. Das war's von den Nachrichten. Vielen Dank fürs Zusehen.